wenn die Kiste aufgeklappt ist, sieht das hier erstmal so aus. Da hat man hier den ganzen Krempel, der mittransportiert wurde, und hier das, was eine Liegefläche sein könnte. Die ist tatsächlich klappbar. Und dann hat man eine Sitzbank. So, hier gibt es jetzt die Kissen. Kommt eines hier hin. Eines hin. Das ist schon mal die Sitzbank. Und hier kann ein Tisch hin. So, nachdem ich mir den Weg durch die Lebensmittelvorräte gegraben habe, mal hier die Platte. Rumpel. Passt jetzt was? Uah! Das passt jetzt noch nicht so ultra genau hier. Kunststoffgelenk, ich hoffe darauf, dass sie sich irgendwann ausschlagen. Im Moment wollen sie noch nicht. So. Hier drunter ist es denn. Ein Bein. Und das rastet hier unten ein. Dann ist die Tischplatte fertig. Und von wegen wohnlicher Atmosphäre oder Nachtfotos von dort und machen, kann ich dieses Ding jetzt einfach aufmachen. So, Eimerchen Fla hin. Sieht doch gleich viel wohnlicher aus. So, nicht, dass ich jetzt noch dringend Besuch erwarte, aber nur, dass man es gesehen hat. Es ist möglich, hier auch hinzusetzen. Und dann gibt es hier zusätzlich noch, wie sieht denn das aus? Zusätzlich noch Sitzmöglichkeiten. Ich wirke ein bisschen klein. So. Und dann kann man hier auch sitzen. Wobei die Person, die hier drüben sitzt, ist gute 15 cm kleiner als die auf der anderen Seite. Aber ja, anders ging es nicht. Also ich brauche das jetzt nicht. Ich bin ja alleine hier unterwegs, aber man könnte theoretisch in diesem Ding zu drei oder je nach Gewichtsklasse auch zu viert problemlos sitzen und quatschen. Pennen natürlich nicht. Das ginge hier drin vermutlich nur zu zweit und da muss man sich auch sehr lieb haben. So, hier unten sieht man die beiden Kollegen, die den Laden hier so richtig in Schwung halten. Das sind zwei Laderegler von Genosun. Die teilen sich die 6 Solarzellen auf dem Dach und versuchen damit Saft herzustellen, um die beiden Akkus zu laden, mit denen der Anhänger lebt und das Fahrrad fährt. Hier haben wir sowas wie das Energiegedöns. Also hier sind die Sachen für an 220 Volt. Also wenn ich auf dem Campingplatz bin und die Solarzellen nicht reichen, kann ich an eine 220 Volt Versorgung. Der Anhänger hat FI-Schutzschalter, Stromzähler, Sicherung und hier eine Umschaltmimik, die das Ganze von Batteriebetrieb auf 220 Volt setzt. Hier weiter unten haben wir dann die lustigen Sachen. Hier brennt zurzeit die 12 Volt Versorgung auf Batterie. Die Batterie liefert irgendwas um 60 Watt Volt. Hier kann ich gucken, was die Solarzellen noch so bringen. Da kommen momentan 15,3 Volt auf dem kaputten LED-Display. Hier kommt komischerweise, hier, das ist die Batteriespannung, 51,5 Volt. Sind momentan auf den Batterien. Da ist niemand an. Ach, das ist was hier aus dem Wandler kommt. Das sind 12,2 Volt. Und hier sind die anderen Verdächtigen. Also zum Beispiel eine 5 Volt Versorgung für USB. Das ist hier oben. Und hier nochmal die zweite Solarzelle. Die ist mit 14,4 Volt am Start. Naja, hier kommt auch langsam die Dämmerung rein. Das heißt, irgendwann laufe ich hier komplett auf Batterie. Weiterhin kann ich hier tatsächlich nicht nur zur Attrappe, hier ist eine Steckdose
Und das entsprechende Gerät dazu ist im Keller nochmal. So, hier unten wohnt auch ein Spannungswandler. Das ist ein Sinuswandler mit 800 Watt Ausgangsleistung, echtes Sinus, kurzschlussfest bzw. selbst wieder anfahrend nach Kurzschluss mit intelligenter Überwachung der Batterie. Der läuft im Bereich zwischen 46 und 59 Volt und liefert mir im Bedarfsfall 220 Volt Wechselstrom oder für irgendwas Krams und vor allen Dingen für die Studioblitzanlage, die ich mitführe. Weiterhin irgendwie lustige Features, hier Stauraumgedöns, also das ist die Gase, durch die die Mücken nicht durchpassen sollen. Das muss den Mücken aber noch jemand sagen. Die gehören hier rüber in das andere Fach. Will ich denn da? Oh. Ja. Dann ist hier Stauraum, hier ist Brotaufstrich. Und ein Brot, das immer noch nicht geschimmelt ist. Eigenartig. Okay, was ist hier hinten noch los? Schokocreme. Ich glaube, hier müsste man gerne mit einem Staubsauger durch. Na, offensichtlich hat das Fett die Schokocreme verlassen. Wir unterbrechen kurz die Dreharbeiten. Ich mache das mal wieder zu. Hier unten ist nochmal ein Stauraum und hier ist auch noch ein Stauraum. Da ist auch allerhand Gedöns drin, unter anderem die Stromversorgung für meinen Laptop, der hier über die 12-Volt-Versorgung dann den Strom für meinen Laptop herstellt. Das gehört eigentlich. Hier ist Stauraum für Stative, also diese Klappe extra so gemacht, damit die in der ganzen Breite da reinpassen. Und hier unten sind auch nochmal zwei Klappen. Da sind Blitze drin oder irgendwelche Kissen, die ich mal später im Leben brauche und Schlafzeug. Ja, und so sieht das jetzt drinnen aus. Bei Nacht. Ja, und das bin ich im kleinen Büro. Da hinten ist die Stadt Dortmund. Also die Stadt halt. Irgendwo fährt hier eine rollende Disco spazieren und ich kann jetzt noch ein paar Nachtaufnahmen von diesem, naja, so sagenhaft ist es noch auch wieder nicht. Ort machen draußen, die zirpen, die grillen. Ist irgendwie nett. Ein Tier hat geschrien. Ich habe mal die Tür zugemacht, dann kann das Tier weiter draußen schreien. Jetzt kommt der Punkt mit, was machen wir eigentlich, wenn ich ins Bett gehe? Oder so ähnlich. Das funktioniert folgendermaßen. Erstmal Tisch abräumen. Was haben wir hier noch? Messer, Löffel, Löffel. Die Sachen können hier rein. Hier ist die Maus, die ich schon länger hierhin umziehen sollte. Der Tisch muss weg. Da Bein abschrauben. Komm, hier bleiben. Kleines Tischchen, das kann ich aber jetzt noch nicht nehmen. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das anstelle, dass ich mit der Kamera zusammen das umgebaut kriege. Es ist ja mit mir allein schon schwierig genug. Also, das hier haben wir schon. Das hier muss gleich. Ich
Ich mache jetzt mal eine Unterbrechung und nehme die Polster weg. Das ist lustig. Also, das muss ich kurz mal ab. Und dann kann ich hier dran ziehen. Und vielleicht sollte ich noch Zahnbürste suchen, bevor ich hier das große Endklapp mache. Hier ist sie schon mal nicht. Gut, dann ist sie vermutlich in der Tasche hier. So, ein paar Sachen habe ich noch vergessen. Der Schlafsack sollte nach hier oben. Und Kissen. Bisschen konfusiert alle. Gut, dann haben wir jetzt den Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Ich kann, als ja schon eine Herausforderung, das auch bei geschlossener Karre machen zu können. Angenommen, draußen wäre ein Ungewitter. So, da wird das umgeklappt. Die Liegefläche ist schon mal da. Ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt irgendwas sehen konnte. Ist ja auch der Wäscheberg hier. So, reinigen Sie. Kopfkissen können ja schon mal wegen der besseren Sicht rüber. Puh, und dann. Eine Mücke, wie schön. Ist hier ein Bettlaken, sogar mit Loch. So, das Bettlaken, eine Ecke. Nein. Ist also auch da eine Ecke, ne? Oder? Hoppala. Jo. Das wird jetzt hier vorne eingespannt. Besteht kein Bedarf an Pullovern, so viel kann ich mit Sicherheit sagen. Das ist Müll. Der müsste jetzt nicht hier oben sein. Okay. Das sind die Kopfkissen. Kopfkissen. Nur ein Kopfkissen. Und hier haben wir noch den Schlafsack. Tischchen.
was draufstellen, zum Beispiel seine Zahnpasta oder das Handy. Und so sieht es dann ungefähr aus. Wobei das jetzt ein bisschen sehr hell. Das ist irgendwie schon besser. Oder halt eben das hier.